Vivir. Alltså, vi är kampanjade personer, men vi har inte varit förstånd. Det var för sajt då. Ja, ni vet, vi är summerade för att ha ett lön. Vi får nu sitta, Anna. Vänta. Ett bid om vi inte syster, men kan vi understand? Elementa. Det är aktiklart. Alla ska bli så först och så ser jag. Ja. Men det får vi också spända oss om att det är fel. Nej, jag är inte rädd att ganska med så mycket korruption. Men vad är det för pajnis, right? Så på denna skola säkert om att man bara kan lida av en. Alltså, fysik. Sexta stunden. Ni machen en versuch. Es war eine andere Gruppe. Tamara war eine andere Gruppe. Es war mit Vanessa und Christoph in einer Gruppe. Und... Piane. Wir hatten da so ein... Ja, das Ding. Voltmeter. Und dann so ein Zweikreis. Und dann war da so ein Rädchen. Wenn du nach links gedreht hast, ist die Lampe mal aufgegangen. Und nach rechts wieder an. Und dann saß ich da, hab die ganze Zeit gedreht und hab gesungen Disco, Pogo. Und ich saß wirklich so da, wie ich gerade jetzt gemacht hab. Und dann... Feine. Die Lehrerin dann gekommen ist und dann hat... Mama, mach mal bitte meine Tür zu. Mach mal bitte meine Tür zu. Egal. Auf jeden Fall, dann hat die Lehrerin mich gesehen und dann kam die so angesprungen. Dann hat sie so mal angebrüllt. Warum ich das gemacht habe. Wir mussten also so lachen, weil ich stand da in den Tisch davor und ich konnte nicht mehr, ich wäre beinahe tot umgekippt. Und dann tut mir leid. Aber ich musste so lachen, aber nicht, ja, tut dir leid. Dann ist ja, tut es mir. Und dann sieht sie, nicht kaputt ist, ja, nee, das ist nicht kaputt. Das ging noch, denn man hat gesehen, der Zeiger ist auch so hin und her gegangen. Und die so, ja, wenn das jetzt kaputt ist, ja, nee, ist nicht kaputt. Und dann die so, ja, weiß ich jetzt auch, ja. Das sieht man doch. Hab ich bei mir auch mal hier so doof, bin ich jetzt auch mal wieder nett. Und dann kam die nachher nochmal, weil unsere Gruppe hat das dann auch noch ganz falsch gemacht. Und dann kam die nachher so, und so, jetzt hier ist die Disco-Gruppe. Und dann mussten die alle voll lachen. Und dann hatte man das dann noch einen Kaugummi im Mund und setzte sich vor die Haare. Und die Kaugummi lag auf der Zunge. Ja, das war ein bisschen scheiße. Ich glaube, jetzt hast du die Lehrerin nicht. Ja, das war sehr lustig, weil ich war ja in einer anderen Gruppe. Und ich hatte natürlich alles richtig. Und das ist sonst eigentlich nicht der Fall. Ja, das war ein bisschen scheiße. Ich fühle sie mir voll. Ja. Aber sonst... Ja, und... Und zur Bildanzeige, darauf müsst ihr auch mal noch antworten. Ja, das wäre vielleicht mal jetzt schlecht. Ey! Ja, okay. Okay, das Mama. Das war meine Mama. Ja. Und noch was ganz Cooles. Sonntag, genau. Da freuen wir uns voll drauf. Nico Ernst, kennt ihr vielleicht, der macht Fotos, immer so, der ist 16 Jahre alt oder 17 und der macht das voll gut und jetzt haben wir ein Makeover-Shooting bei dem und dann bekommen wir unsere Haare gefärbt und unser Pony geschnitten und dann ziehen wir Kleider an und fahren auf den Flugplatz Fotos machen. Ja, und ich bekomme endlich meine Haare wieder braun. Ja, und ich bekomme irgendwas mit blond ab, hab ich ja eh schon. Aber auf jeden Fall wird das cool. Ja, wir freuen uns voll. Ja, okay, das war's. Dann bis ein andermal. Tschüss!